Du fragst, ob ich mitkomme ins Strip. Nee, ist okay. Ich erzähl dir alles, was uns interessiert ist. Ja, wir und kein Wodka, absolut Contest im Cypher. Ich rap für Menschen, die Gott noch nicht kennt. Nicht über die Zahl der Frauen, mit denen ich angeblich penne. Sicke Flows gepaart mit Real Talk. Step by step for Jesus, Holy Grip. Guck mal, wir sind anders. Ja, anders. Das war sie, die Palm Rock Night 2018 in Passau. Rund 400 Besucher strömten gegen 19 Uhr in die Turnhalle der Niedernburg-Schulen, um sich von den groovigen Lokalmatadoren Fresh das Trommelfell massieren zu lassen. Zuvor gab es jedoch noch ein paar sanftere Töne bei dem Believe and Pray Gebetskreis im Haus der Jugend. Bischof Stefan strahlte voller Dankbarkeit über das gelungene Vorabendprogramm des christlichen Kultkonzerts. Ich habe mich gefreut, dass viele Leute da waren und offensichtlich die Jugendlichen waren dabei. Also wir haben schönen Lobpreis gemacht und auch bei dem, was ich versucht habe zu sagen, habe ich auch den Eindruck gehabt, dass die Jugendlichen mitgegangen sind. Und ich hoffe, das war ein Auftakt, der irgendwie auch im Herzen berührt hat. Das Herz berührte mit seiner Musik auch der Headliner der diesjährigen Palm Rock Night, Lothar Kosse. Dementsprechend stolz war das Organisationsteam um Otto Penn über die Zusage des deutschlandweit bekannten christlichen Singer-Songwriters. Lothar Kosse ist eigentlich in der Worship-Szene in Deutschland eine der führenden Kräfte. Von ihm stammt zum Beispiel die Hymne "Ich weiß, dass mein Erlöser lebt". Und wir sind froh und glücklich, dass dieser Mann heute Abend zu Gast sein kann bei uns. Das rockige Musikkonzert ließ sich Bischof Stefan als Vorsitzender der Jugendkommission natürlich nicht entgehen. Das Geheimnis um seinen persönlichen Musikgeschmack wollte er allerdings nicht vollkommen lüften. Also die Musik, die unsere jungen Leute jetzt gemacht haben, die höre ich ganz gern. Das andere schaue ich mir jetzt mal an. Lothar Kosse kenne ich ein paar Songs, mag ich auch ganz gern. Fresh haben wir ja auch schon viel zusammen gemacht, mag ich auch ganz gern. Neben der großartigen Musik gab es viele tolle Stände, auf denen sich die Besucher über die Bands, verschiedene Charity-Aktionen oder Events informieren konnten. Unter anderem wartete der BNP-Stand mit der besonderen Aktion "Frag den Bischof" auf. Mehr dazu erfahrt ihr demnächst auf dem YouTube-Channel des Bistums Passau. Also einfach reinklicken, kostenlos abonnieren und keine News mehr verpassen.